Also ich glaube, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass für Menschen der Beruf das Allerwichtigste ist, weil es gibt Menschen, die haben keinen Beruf oder die haben ihren Beruf verloren. Es gibt auch andere Gesellschaften, deren Arbeit nicht nach Berufsarbeit sortiert ist oder eingerichtet ist. Aber wenn wir den Begriff weiten und ihn als Arbeit im weitesten Sinne verstehen, dann glaube ich wirklich, dass das Arbeiten, das wir heute eben oft in Berufsförmigkeit ausüben, zentral prägend ist für moderne Menschen insbesondere, weil Menschen immer sich in eine Welt gestellt fühlen und einer Welt gegenüber sind, die sie bearbeiten müssen. Die Früchte wachsen uns nicht einfach in den Mund. Und ich glaube, wir formen tatsächlich uns selbst, indem wir uns an der Welt abarbeiten, an einem widerständigen, widerspenstigen Weltstoff. Das kann der Teig sein für die Bäckerin zum Beispiel oder die Pflanzen für den Gärtner oder die Organe für den Arzt oder der Text für die Wissenschaftlerin oder der Programmcode für die Programmiererin. Aber dieses Abarbeiten an einem widerspenstigen Weltstoff ist das, wodurch wir zu Subjekten werden. Geht spätestens in der Schule, aber eigentlich beginnt es schon vorher. Und das prägt die Art und Weise, wie wir zu uns selbst in Beziehung treten, wie wir zur Welt Stellung nehmen. Und deshalb können wir beobachten, dass die Berufsarbeit, die Arbeitsstelle zu einer zentralen Resonanzsphäre wird. Das ist der Ort, an dem wir zur Welt in Beziehung treten, dann auch häufig uns selbst spüren, mit uns selbst in Kontakt kommen und auch mit den Kollegen und Kolleginnen oder mit den Kunden und Klientinnen, mit denen wir da in Wechselwirkung treten wollen. Es ist die Sphäre des intensiven In-Beziehung-Tretens, das uns einen Sinn für uns selber gibt und einen Sinn für das, in was wir hineingestellt sind und einen Sinn für die Beziehung, die wir dazu haben. Also ich glaube, Arbeit, heute eben hauptsächlich Berufsarbeit, ist von zentraler Bedeutung für unsere Weltbeziehung und damit für unser Menschsein.